Ich bin vom Verein Urban Agriculture Basel. Wir setzen uns für eine essbare Stadt ein. Ich möchte euch jetzt circa 15 Projekte vorstellen. Wir haben insgesamt 25 Projekte von der Bevölkerung in gemeinsamer Arbeit mit der Verwaltung zum Teil. Wir sind circa 100 Mitglieder, Zahlende und etwa 600 bis 1000 weitere Menschen, die uns unterstützen. Die Frage, die ich bekommen habe, ist: Warum ist die Agrikultur in Basel Thema wie in keiner anderen Schweizer Stadt? Die Antwort ist, weil wir einen gebündelten Ort haben, gebündelte Menschen haben, die sich für dieses Thema interessieren und aktiv einsetzen. So. Also wie gesagt, wir sind ein Verein und das hilft mit der Kommunikation mit außen. Also wir können sagen, wir statt ich alleine mache ein kleines Projekt oder auch ein großes Projekt. Also es hilft irgendwie so, ein gebündelter Ort zu haben. Wie gesagt, wir sind ein Koordinationspunkt, ein Wissenssammler für das Thema urbane Landwirtschaft, städtische Landwirtschaft, Lebensmittelproduktion in und um Basel. Wir setzen uns ein im Bereich Anbau und Produktion, Vertrieb und Genuss und Konsum. Also eigentlich die ganze Lebensmittelkette. Wie arbeiten wir? Jetzt kommen hier einfach ein paar Worte. Ich zeige danach viele Bilder, einfach, dass ihr das wisst. Wir arbeiten partizipativ immer, also wir sind angewiesen auf ein großes Netzwerk. Wir sind interdisziplinär, wie gesagt, Verwaltungsleute, Leute von der Bevölkerung, das zeige ich später auch nochmals. Wir sind komplett Open Source, wir haben verschiedenes Wissen, von dem wir abzapfen können. Wir sind bottom-up, so hat es begonnen, aber andererseits auch top-down, das ist eine super Mischung, um wirklich gemeinsam etwas vorwärts zu bringen. Ich muss sagen, es ist auch ein sehr dankbares Thema, also es ist ein internationaler Hype und wir dürfen gleich mit dieser Welle mitgehen. Wir arbeiten auf privaten und öffentlichen Flächen, sind oft Zwischennutzungen und versuchen jetzt wirklich auch vermehrt Boden zu bekommen, um langfristig dort zu bleiben. Anfangs war viel freiwillig, mittlerweile haben wir Leute, die, wie ich zum Beispiel, mit dieser Arbeit selbstständig arbeiten können. So sieht unsere Webseite aus. www.urbanagriculturebasel.ch, das ist die Online-Plattform. Das ist so eine Art Schrank mit verschiedenen Boxen oder Schubladen und jedes Projekt wirkt autonom in dieser Schublade. Hier sind unsere Projekte, das ist Basel mit dem Rhein. Mittlerweile sind es schon wieder mehr. Das erste Projekt, Nutzdach, Kräuter für den Mojito in der Bar, die dann unten serviert werden. Balkone, der ist wirklich circa ein Drittel so groß wie diese Fläche hier, mit den Tischen, also ein Mini-Balkon im Schatten, das ist ein Permakulturprojekt. Wie setzt man einen schattigen Balkon ideal ein für Kompostproduktion, Wurmkompost und essbare Pflanzen? Mobile Gärten, ein Kommunikationsprojekt, um diese oft moralische Thematik irgendwie mit Humor zu kommunizieren. Mittlerweile haben wir 200 verschiedene Einkaufswagen von der Bevölkerung gestaltet, in der ganzen Schweiz verteilt. Perlengarten, das ist an einem Restaurant, ebenfalls eine Zwischennutzung, angegliedert. Das sind ca. 30 Boxen, die kann man sich mieten. Das sind Pachtboxen, 50 Franken pro Jahr. Und man macht darin, was man möchte. Das ist eine Art Gemeinschaftsgarten. Gemeinschaftsgarten Landhof, das ist unser größtes und verbreitetes Projekt. Das ist das Permakulturprojekt, da sehen Sie ganz oben links, so hat es früher ausgesehen. Früher heißt vor eineinhalb Jahren. Beton, circa so viel. Später hat man dann Erde reingebracht und das ist wirklich innerhalb von einem Monat war das eine essbare Fläche. Wir haben Feste, es ist ein Treffpunkt vor allem. Produktion ist nicht die Hauptaufgabe dieser Fläche. Es geht wirklich um einen Treffpunkt, überhaupt mal mit Lebensmitteln in Kontakt zu kommen. Die Ästhetik, also wir verbinden oft Ästhetik mit Nutzen. Das ist ein begleiteter Garten, der wird unterstützt von der Christoph-Mehren-Stiftung und von der Stadtgärtnerei Basel. Es ist ein interkultureller Garten. Es ist ein Selbsterntefeld. Es sind ca. 600 Quadratmeter, relativ klein, in einem Innenhof. Unigarten,
ein Projekt von Studenten initiiert. Und die mieten sich da Familiengärten, also Schrebergärten, und arbeiten da gemeinsam an S-Bahn-Flächen. Das wird mittlerweile auch von der Uni unterstützt und von einer weiteren Stiftung Mercator. Öffentlichkeitsarbeit heißt oft Pflanzaktionen. Also das ist ein kleiner Kräutergarten. 300 verschiedene Kräuter wurden hier gespendet von einer Biogärtnerei und der Stadtgärtnerei. Und da wachsen jetzt verschiedene Kräuter zum Ernten. Eine weitere Pflanzaktion, das sind ca. 60 Lehrer, die haben da beschlossen, sie wollen eine kleine essbare Insel schaffen und Bäume pflanzen. Weinbau, dieses Projekt ist 20 Jahre alt, wir haben unseren eigenen Wein außerhalb von der Stadt und das läuft auch gut. Stadthonig gibt es auch erst seit 2 Jahren. Da haben wir 3 Völker, ca. 30.000 Bienen. Wir produzieren eigenen Honig, 50 Liter jedes Jahr. Letztes Jahr, das war selten gut scheinbar. Der ist extrem süß. Stadtgenuss, da gibt es eine tolle Freundin von uns, die macht aus dem, was wir anbauen, Produkte. Das fehlt irgendwie noch ein bisschen in diesem ganzen Kreislauf. Sie macht Sirup, hat ca. 10 verschiedene Sirup von diesem Landhof, Gemeinschaftsgarten und Umgebung geerntet. Kräutersalz, etc. etc. Lebensmittelgemeinschaft haben wir vorhin davon kurz gehört, vielleicht Food Coop, da kennen wir Tor 14 in Zürich. Das ist ebenfalls ein gut laufendes Projekt, es läuft seit 3 Monaten. Wir haben mittlerweile ca. 60 Mitglieder, die so regionale Produkte beziehen. Mensa 2.0, ebenfalls von Studenten initiiert worden. Das ist eine Alternative zur Mensa. Man trifft sich über Mittag, man sieht online, wer gerade kocht, wo der kocht. Man findet den und isst bei dem. BioVisto, das ist unser erstes bio-zertifiziertes Restaurant in Basel. Gibt es auch schon länger, eine Zusammenarbeit mit dem Bürgerspital. Mit wem arbeiten wir? Das sind jetzt nur mal die Gärtnereien, Landschaftsarchitekten, Saatgutproduzenten und Architekten, Sozialorganisationen und Gesundheit, Spitäler, Verwaltung, Bildungsstätte, auch in Zürich haben wir einen Garten, also in Zusammenarbeit, Seed City. Medien, das ist extrem wichtig. Wir haben sehr früh begonnen, nicht scheu zu sein, zu sagen, was wir eigentlich machen. Und ja, man hat gerade so einen Nerv getroffen. Und Stiftungen. Öffentlichkeitsarbeit, wir reden viel darüber. Wir haben Pflanzaktionen, wie gesagt, Workshops und Vorträge in diesem Bereich. Nationale Ausstellungen und Messen nehmen wir teil. Beratung und Fachbücher. Was sind unsere Ziele? Das war eine weitere Frage, die ich ganz kurz beantworten möchte. Lebensmittelproduktion in und um Basel ist das erste Ziel, biologisch und biodynamisch. Lebensmittel und Bezug zu schaffen. Tun, statt darüber zu reden, das ist uns extrem wichtig. Also wir haben zwar auch Vorträge, aber wir wollen wirklich konkrete Projekte, praktische Arbeit zeigen, so geht's und so geht's vielleicht eher nicht. Vernetzungsplattformen bieten wir an. Wir wollen eine Sensibilisierung und Umweltbildung anbieten. Wir entwickeln neue Agrarflächen in Basel, also jetzt gerade mit der Stadtgärtnerei zusammen, und versuchen, alte zu behalten. Langfristig ist es spannend, dass wir einen ganz anderen Bezug zum Stadtboden bekommen. Also es kann sein, dass wir in ein paar Jahren eine Art Reform kreieren müssen, um zu sagen, auf Stadtboden ist Lebensmittelproduktion, das beinhaltet diese und diese und diese und diese neue Regel. Also dass wir, wenn der Stadtboden als Lebensmittelproduktionsort gelten soll, kommen da gleich nachhaltige Folgen. Ernährungssicherung ist natürlich auch ein Ziel. Zum Schluss, initiieren macht glücklich, ich bin ein Teil davon und ich weiß, dass jeder von euch mindestens so viel machen kann. Es hilft wirklich, eine Gruppe zu gründen und anfangen, am besten morgen oder heute.